So. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal zum Händler, unsere überschüssigen Sachen loswerden. Und dann darum Bastardschwerter von Minsk. Ne, die braucht er nicht mehr. Und ich denke mal, Khalid kann auch sein Langschwert loswerden. Dann trägt er halt drei Bastardschwerter zur Sicherheit noch mit sich rum. Und den Rest verkaufen wir und kaufen dann noch ein paar frische Schleuderkugeln für Dina hier. Hallo Händler. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Was habt ihr zu verkaufen? Den will ich nicht verkaufen. Die Schriftrolle mit dem, mit der Nachricht auch nicht. Aber hier zum Beispiel, seht mal, 6 Gold für einen Kurzbogen. Für einen Kurzbogen. Da sind die Schwerter weniger wert. So, jetzt bist du wenigstens nicht mehr so überladen. So, und das hier alles. Kettenhemd, das Schild kann ich hier nicht verkaufen. So, und die Sachen hier. Das Schild kann ich auch nicht verkaufen, die Flüssigkeit und die Pantalons auch nicht. Naja, müssen wir die noch eine Weile mit uns rumschleifen. So, Schleuderkugeln, habe ich gesagt, brauchen wir. Ups, da habe ich mich verklickt. Ja, komm. So, sind 4 Stacks, das dürfte reichen. Nein, hier will ich rein. So. 4 Stacks Schleuderkugeln. Oh, die Zauber könnte sie noch verkaufen. Der Kunde hat immer recht. Nimmst du Zauber an? Ja, nimmst du. Also die Zauber sind alle nicht so berauschend. Rüstung auch nicht. Sprühende Farben können wir verkaufen. Da haben wir wenigstens mehr Platz für unidentifizierte Sachen. Gut. Alle anderen sind fertig. Dann würde ich sagen, identifizieren wir mal die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Gut. Dafür sollte Dina hier den löschen, auch wenn sie ihn noch benutzen kann. Ich bin euer Tod. Ergebt euch. Und eure Reise ist schneller. Zu Ende. Ich bin euer Tod. Und hier, dich zu holen. Gib auf und deine Reise wird schneller sein. Ich ergebe mich, ich will keinen Kampf, tut mir bitte nicht weh. Was, ich ergebe mich nichts und niemandem. Wehr dich, wenn du es nicht lassen kannst, Leiche. Mir macht es nichts aus, wenn ich für mein Geld arbeiten muss. Ich werde nie verstehen, warum man Nimbul angeheuert hat, um sich mit jemandem wie dir zu befassen. Oh, er zaubert. Okay, er hat Spiegelbilder gezaubert. Und er hat mich gefiert. Und getötet hat er mich. Das ist nicht so schön. Jetzt müssen wir nochmal hier anfangen. Was? Gut. Einmal nach Nashkel, bitte. Beinahe unter meiner Würde. Und ich glaube, jetzt werden wir erstmal Nimbul los, bevor wir ins Wirtshaus gehen. Bevor wir zum Händler gehen. Also wir geben beim Bürgermeister das Zeug ab. Und dann töten wir diesen blöden Kampfmagier. Geh zur Seite, Bürger! Komm hier raus. So.
Und die Wachen sind dieses Mal ganz unten. Das ist doch nicht so praktisch. Ich bin ganz Ohr. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Ich bin ganz Ohr. Hast du uns was zu sagen? Was führt eure Gruppe in unsere kleine Stadt? Hier gibt es nicht viel zu sehen. Wir sind ja nur ein Pickel auf dem Hintern von Am. Wenn ihr hier bleiben wollt, muss ich euch warnen. Die Leute sind im Moment gereizt, also macht keinen Ärger. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Eure Dienerin steht zu eurem Und Yahira kann noch nicht vier furchtbar. Also ich bin euer Tod. Ergebt euch. Also müssen wir das irgendwie anders lösen. Ich bin ganz Ohr. Eigentlich müssten wir hoffen, dass... Ich bin euer Tod. Ergebt euch. Und eure Reise ist schneller. Zu Ende. Okay, das könnte jetzt übel ausgehen. Okay, diesmal hat er nicht so viel gefiert. Okay, jetzt hat er selber Panik. Und Minsk hat ein Level ab. Und immerhin gleicht mit ihm. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass die beiden nicht mehr die ganze Zeit wegrennen. Jawohl. Was wollt ihr? Das hat jetzt etwas besser geklappt. Was hast du denn dabei? Stiefel, ein Ring, noch ein Kurzschwert und noch einen Brief. Ja, Tagebucheinträge. Also das hier kennen wir, ist die Einführung vom Erzähler. Ich habe die Minen von Naschke erfolgreich gesäubert und bin dafür reichlich entlohnt worden. Ich erhielt 900 Goldmünzen von Baron Gastkill und den Dank der ganzen Stadt. Es wird nur bald wieder Eisen bis an die Küste gelangen, auch wenn der Transport weiterhin tückisch ist. Mit den Straßenräubern muss ebenfalls aufgeräumt werden. Jemand wurde angehört, mich und meine Gefährten umzubringen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum jemand meinen Tod will. Weil wir gerade die Minen gesäubert haben? Im Nimbul, das Geld, das ihr von Transig erhalten habt, sollte eurem üblichen Honorar entsprechen. Euer Auftrag ist schwierig, aber ich bin sicher, dass ihr der Aufgabe gewachsen sein werdet. In den nächsten paar Tagen soll eine Gruppe von Söldnern durch Naschke kommen. Sie wird angeführt von einer Witzfigur namens Talisa. Ihr habt die Aufgabe, Talisa und alle Gefährten zu töten. Aber ich warne euch, sie sehen vielleicht harmlos aus, sind aber sehr gefährlich. Viel Erfolg, Tatsok. Schon wieder ein Bericht von dem Kerl. So. Immerhin lad mal Pfeile nach. Ups. Dünner hier, lad Kugeln nach. Sehr viel Zeug zu identifizieren. Minsk steigt eine Stufe auf. Minsk hat relativ weniger Lebenspunkte als wir. Hat auch nur 15 Konstitution. Imoen hat 16 Konstitution. So, eine Stufe höher. Dann würde ich sagen... 5 in Fallen entschärfen, 5 in Schlösser öffnen und dann mal hier in List. Einverstanden, gut. Und ab jetzt steigere ich Fallen in Schlösser öffnen und Fallen entschärfen immer gleichmäßig. Also nächste Stufe 55% und so weiter. Weil wenn ich eins zu hoch steige und das andere vernachlässige, habe ich später vielleicht ein Problem. Zumal ich dank dem Trank, dank bestimmten Tränken das auch noch steigern kann. Also das Schlösser knacken. Das ist dann nicht so das Problem. So. Sesam, öffne dich. Ihr habt gerufen. So, du löscht jetzt mal den Zauber raus, nimmst den rein. Schon erledigt. Was? Beinahe unter meiner Und du Würde. Redest mit dem Die Händler. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ja, was habt ihr zu verkaufen? Die Sachen will ich alle behalten. Bastardschwerter. Oh, ich habe vergessen, die Sachen noch aus den Slots zu nehmen. Dann verkauft erstmal das hier. Verkaufen, so. Und die Sachen noch verkaufen. So. Pfeile behalte ich. Die Sachen identifiziere ich nachher selber.
Wir haben uns nach dem Minenabenteuer eh mal 2 Tage Pause verdient. So, dann zeig mal her. Du brauchst das Schwert nicht. Dann kannst du das Schwert nach vorne packen. Und du kannst die beiden Schwerter mal abgeben. Und zur Sicherheit kaufe ich Minsk ein, 2 Händer. So, Minsk schleppt die Schilde rum, bis wir sie verkaufen können. Und Düna hier das ganze nicht identifizierte Zeug. Sind 6, sind 8 Sachen, sind 4-mal schlafen. 4-mal schlafen sind fast 2 Tage Ruhe. Okay. Du redest nochmal. Hat immer recht. So, Bastard, Bastard, Bastardschwert. Und ein Langschwert. Verkaufen. Einen 2-Händer kaufen. Sind zwar 60 Gold, aber sicher ist sicher. Bis Minsk mal einen magischen 2-Händer hat. So. Und dann identifizieren wir als nächstes die ganzen Sachen. Also auch die Sachen, die sie am Körper tragen, sollten identifiziert werden. Und ich brauche noch Schleuderkugeln, fällt mir gerade so auf. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Dum, 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 dum. So. 1, 2, 3, 4. Und wir könnten uns schon das gute Schild leisten. Jetzt. Langschild plus 1. Das warte ich aber noch ein bisschen ab. Vielleicht können wir unseren Ruf noch etwas verbessern. Wie gut ist unser Ruf jetzt? 14. Ja, wenn wir unseren Ruf noch um 1 verbessert haben, dann können wir gut hierher kommen und das Schild kaufen. Ich denke mal, den Ruf zu verbessern dürfte nicht so schwierig sein. Eher sich aus dem Haus rausdrängeln. So, du hast Munition. Ihr habt alle Pfeile und so weiter. Minsk hat kein Hemd mehr auf, merkt man. Kurzer Quicksave, falls das hier wieder abstürzt. Nein, tut es nicht. Meine Klagen kommt auf mich. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. So, jetzt möchte ich einmal bitte als Händler rasten. Die Nacht ist still und lau. Doch ein Frösteln holt euch unsanft aus dem Schlaf. Euch ist, als sei jemand über euer Grab gelaufen. Und einen Moment lang fragt ihr euch, ob ihr es selbst gewesen seid. Bei diesem Gedanken öffnet sich der Boden unter euch und ihr werdet in die Tiefe gezogen. Als wieder Licht an eure Augen dringt, verschafft euch das keine Beruhigung. Ihr steht vor den leeren Minen von Nashkel, die ihr bei eurem letzten Besuch von allen Übeln befreit habt. Ihr könnt widerstandslos durch Wände und Decken schreiten und steigt immer weiter in die Tiefe hinab. Plötzlich seht ihr eine aufgedunsene Gestalt. Vor euch steht Malahay. Er bewegt sich nicht und sieht noch genauso aus, wie ihr ihn zugerichtet habt. Welches grausame Schicksal auch immer jene üble Gestalt nicht zur Ruhe kommen lässt. Ihr wisst, dass sie nur auf euch gewartet hat. Ihr seht einen Dolch aus Knochen in der Luft schweben, der nur darauf wartet, dass eine entschlossene Hand ihn ergreift und zusticht. Hätte die Kreatur den Atem, um zu sprechen, würde sie gewiss Flüche ausstoßen. Sie wartet auf den Todesstoß, auf einen Tod über den Tod hinaus. Und kennt keine Hoffnung. Als sie der Klinge den Rücken zudreht, fällt sie scheppernd zu Boden. Im Reich der Toten wird dieser Kreatur die verdiente Strafe zuteil werden und ihr verspürt kein Bedürfnis, selbst über sie zu richten. Überrascht und dankbar hinkt Malahays Geist nach vorne und durch euch hindurch. Er lässt jedoch etwas von sich zurück, vielleicht um es euch zur sicheren Aufbewahrung zu übergeben. Es ist ein Hoffnungsschimmer, der eine Leere in euch erfüllt. Bislang wusstet ihr nichts von dieser Leere, die in Form eines Dolches in euch vorhanden war. Aus der Tiefe ertönt ein Schrei des Zorns. Der Dolch aus Knochen macht sich selbstständig und schwirrt durch die Luft direkt auf euer Herz zu. Gerade als er zustechen will, erwacht ihr von dem kalten Schweiß, der von eurer Stirn in eure Augen fließt. Euch klingt noch die tadelnde Stimme im Ohr, die eigentlich mit dem Traum hätte verschwinden müssen. Es wird dir eine Lehre sein. Ja, hier merken wir das erste Mal, dass es kein einfacher Traum ist.
Also erst einmal sind diese Träume abhängig von unserem Ruf. Also wenn wir einen schlechten Ruf haben, dann hätten wir Malahi jetzt erstochen, anstatt ihm zu verschonen. Da wir aber einen guten Ruf haben, also über 10, haben wir ihn am Leben verschont und er ist ins Reich der Toten gewandert. Aber wir haben jetzt auch gemerkt, dass es keine einfachen Träume sind, sondern eher Visionen. Etwas steckt in uns.